Willkommen zurück zu Paper Mario 2. Runter bitte. Ja, wir gehen weiter durch die Höhle. Ich warte immer noch meine nächste Fähigkeit, mich in ein Boot zu verwandeln. Mal gucken. Jetzt mal. Machen wir das mal so. Und dann, keine Ahnung. Bestenfalls treffen zwei Eier die vordere Flamme. Ich hab den falschen Angriff gemacht. Ich bin so dumm. Oh, es funktioniert auch. Okay. Hinterfrage ich mal nicht. Geblockt. Sehr schön. Warum funktioniert das? Warum hat das jetzt funktioniert? Finde ich nicht gut. Naja, Tobi ist halt ein guter Schlucker. Und Spucker. Naja, Spucker, ne? Er schluckt und spuckt. Ah, ne? Das erste Mal so Bombenfeld, glaube ich sogar. Bombenfeld. Bombenwand. Okay, ich kann die Kugel will ich auch einfach weghauen. Ich hoffe, jetzt kämpfe ich auch gegen beide Kanonen gleichzeitig. Ich glaube, in Paper Mario 1 hat die Bauraum, glaube ich, sogar EP gegeben, da die Kugel will ich. Bin mir gar nicht so sicher. Kann ich nicht. Und Paper Mario und der Origami King war das sogar eine Sache. Komm, mach weg. War das sogar eine Sache, dass wenn Bob-Oms explodieren, dann sie auch endgültig tot sind, so. Das war halt auch, das hat dem Origami King da letztlich auch eine recht, ja, dramatische Wendung gegeben, fand ich. Als ich mir das jetzt Play angeschaut habe. Bei einem gewissen Freund von Caleb. Aber gameplay-technisch war das halt, ne? Hallo? Hä? Was war das denn? Ich brauch keine Energie. Ich brauch Heilung. Vater braucht keine Heilung. Machen wir einen Sprungangriff. Können wir mal gucken, wie viel Schaden das macht. Ja. Hammer ist besser. Sternenergie. Nee. Sprungangriff? Nee. Weil ich kann das mit Kanone raufbringen, ne? Weil ich glaube, mit der Kugelwelt trotzdem töten, ne? Der Kugel will trotzdem töten, so, aber ich kann die Kanone rausspringen. Macht ja Schaden, muss ich mir sagen lassen. So unkompetent. Oh, ich kann ihn hinten noch angreifen. Was wollte ich gerade sagen? Ja genau, ich habe ja da Kraft plus, ne? Einmal Angriffs plus. Nur deswegen war das überhaupt schon an der Sprung.
Okay, hier runter, ne? Ja, wir werden jetzt irgendwie mit dem Boot zurückfahren, sage ich euch. Ne? Sag mal, tut mir fast schon leid, dass es jetzt so ein bisschen einseitig wird mit den Angriffen, ne? Weiß niemand, was ich habe, so. Man staut jetzt, das Ende drücken so ein bisschen, aber sollte trotzdem schneller sein als andere Angriffe machen. Ich glaube, der einzige Manker hier an dem Sternangriff halt dauert, ne? Okay, den letzten so auch noch hinbekommen, bitte. Was trifft alles? Maximal 6 Schaden. Verteidigungsunabhängig. Alter, versächsel nicht. Verdopplung? Na gut, die ist weg leider. Ich habe mich gestern übrigens sehr dumm angestellt. Ich habe, wir haben so einen Gasherd. Da hat mir mal so ein Metallgitter oben drüber so. Die habe ich halt, so grob sauber gemacht und auf den Balkon gestellt. Dann bin ich halt abends, als nochmal kurz zu Blackie raus wollte auf dem Balkon so. Bin halt so richtig raufgetreten, habe dann Teil davon auch kaputt gemacht. Also, ich glaube, es funktioniert tatsächlich noch, aber ja, ich hoffe, wir brauchen ein neues. Und der hat mich dann aber auch so ein bisschen den Fuß aufgerissen. Das ist vielleicht ein bisschen hart formuliert, aber da war schon so ein Riss drin. Da musste ich schon so ein bisschen größeres Pflaster draufkleben. Habe ich gestern gemacht, dann direkt. Und ja, halt früher halt ein neues. Das ist jetzt drauf. Senkt die Angriffskraft um 1, erhöht Verteidigung um 1. A minus V plus. Nee, lass mal. Oh, Nanu. Auch in der Höhle gibt es Engel. Ich dachte schon, nie würde jemand kommen. Was? Ich soll mir das Gerät sparen und dich endlich verfluchen? Aber, woher wusstest du das? Aber reg dich nicht auf. Lass mich einfach in Ruhe meinen Text aufsagen. Ich war verdammt lange in dieser Kiste und es war schon ziemlich öde so, ne? Was? Du hast vor mir schon 3 andere Geister getroffen? Und du kennst das ganze Prozedere schon auswendig? Mann, was soll das? Du bist doch auch ein ziemlich kranker Typ, oder? Schon gut, verstanden. Dabei hatte ich mich so auf dein dummes Gesicht gefreut, wenn du die Truhe öffnest. Also gut, bring mir einfach den Schlüssel, ja? Du kennst es ja. Du weißt ja, wie der aussieht. Im Moment haben ihn die Geister, die gleich erscheinen. Mach sie ganz einfach fertig. Okay, alles klar. Ich mag Satire. Hallo. Mach die Bomben. Ach, so weit. Feuerschlag klingt gut. Der Feuerschlag teurer, der Eisschlag ist ja wild. Komm dann, wirf auf die Mitte. Ich glaube, macht 4 Schaden, ne? Hm. Ja. Ja, eher weiter hinten hinwerfen, ist auch mal ganz praktisch so. Machen wir mal so. Ich glaube, der ist ja auch tot, ne? Ja gut, dann nimmt die Flamme darf auch einmal angreifen, danach nimmt sie erst Schaden, leider. Nee, Mario, mach du. Ich hätte auch die Bombe zünden können.
Öffne eine schwarze Truhe. Ja. Bisschen eher Silber bezeichnet, aber ist okay. Sehr schön, du hast die Schlüssel, also. Na, dann mach auf. Also ich fange an, du kennst das ja schon. Also. Du Narre. Du bist also auf meine Liste reingefallen, du armer Tor. Hm, war doch gut, oder? Also, ich werde über dich einen schrecklichen Fluch bringen, du armer Tropf. Du wirst bereuen, meine Truhe geöffnet zu haben. Und jetzt erst zittere. Sei verflucht. Du bist verflucht durch deine eigene Dummheit. Und wie war es? Hat nicht wehgetan, oder? Wende dich in Schmerz. Drückst du Y auf einer entsprechenden Rampe, so wirst du zum Papierboot. Welch grausiger Fluch. Zunächst solltest du üben. Für Menschen ist es wichtig, immer Neues zu lernen. Trittst du eine Schiffsrampe, so wird sie aufleuchten. Also gut, drücke Y und du wirst ein Papierboot. Durch deine eigene Schuld. Schrecklich, oder? In diese abstoßende Gestalt verwandelst du dich. Und du kannst dich über Wasser bewegen. Alle werden dich für einen Freak halten. Aber abgesehen davon bleibt alles, wie es ist. Ist ein eher harmloser Fluch. Du kannst dich als Boot mit dem linken Stick bewegen. Mal machen. Um wieder normal zu werden, musst du an der Schiffsrampe Y drücken. Na also, klappt doch. Hast du verstanden? Ich komme zurecht. Also, los, verzieh dich. Bis dann und ciao. Ja, yeah, du bist gut. Ich rendere übrigens parallel ein Video, ne? Und im PC vielleicht noch gut funktionieren, wenn ich parallel rendern kann. Gut, tschüss. Die Taste. So, ne, ganz neuer Weg. Erstmal hier hinten hin, ne? Hm. Fast schon enttäuschend. Ba, ba, ba. Von 10 Minuten jetzt schon wieder verbraucht. Für diesen einen Raum quasi. So. Keine Kugel will ich da, das ist gut. Hi! Mensch, du hier? Ich bin begeistert. Ich bin auch so ein bisschen auf den einen jetzt fokussiert, aber gut. Oh, Erdbeben. Na gut, Erdbeben geht nur auf den einen. Ja, Eisschlag. Lohnt sich das? Ja doch, hat es gelohnt, sehr schön. Problem ist, dass jetzt wieder Bombe da hinten, ne? Die wird jetzt einfach explodieren, so von daher. Ja, ne? Ich will nicht Game Over gehen. Große Bombe sollte noch 4 EP geben, ne? Sogar. Das hat halt ein doppelter Grund, die Bombe zu killen. Erstens nicht selbst sterben. Dann macht die jetzt 8 Schaden. Die hat sie nicht aufgeladen. Also eigentlich dürfte sie keine 8 Schaden machen, aber ich will es auch nicht herausfinden, ne? Deshalb einfach weg mit euch. Was man? Ne, nur du. Warte mal. Ach, die, warum eine 8? Wie sieht es eigentlich aus? Ja, aber ich hab noch. Ne, ich hab. Ne, Bartom hat 5. Ja, gut, das ist okay. Das ist okay, die Mango will ich gerne aufheben. Ja, das ist okay.
Ja, das ist ein Gitter. Oh, das ist nett. Ja gut, da unten kannst du jetzt mit dem Boot langfahren. Weil das Gitter da noch zu ist. Oh nein, warum? Warum, Spiel? Ja, gut, ne? Wo kann man denn? Wo kann man denn fahren? War hier unten was? Oder oben? Ich bin hier... Ah ja! Ah ja! Aha, ah, ah ja, ja, ja. War oben? War oben auch was? Na, mal gucken. Hier ist irgendwie wieder keinen durch. Wir gucken einfach mal, ne? Oh. Ja, geht wieder durch. Schon die lassen sich ein bisschen mehr Zeit. Nee, hä? Der hat keinen Bock mehr. Ja, da unten muss es ankommen, ne? Da unten muss ich ankommen. Ja, ja, da ist auch ein Durchgang, sehe ich schon. Bitte keine Gegner, dankeschön. Ich denke mal, da war doch oben was, ne? Ja, da kann ich oben irgendwie ran, dann komme ich über den Wasserfall hier runter und dann kann ich nach links schippern. Und dann kann ich hier die Kurbel aufmachen, dann komme ich noch weiter nach unten und kann da unten nicht lang schippern. Papierboot einfach. Oh, da ist auch so ein Tunnel. Was hab ich mir dabei gedacht? Wenig. Ich wollte rüberspringen, das hab ich mir gedacht. So, bevor ich runterschippe, ne? Gucken wir uns hier nochmal so ein bisschen um. Ganz schön aufpassen. Nein, 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 nicht anlegen. Einfach weiter. Was ist denn hier? Sternteil wahrscheinlich einfach, ne? Ein Sternsplitter. Oder eine Insignia, ne? Oder eine Schatztruhe. Ein Orden, ne? Ich sag mal ein Orden. Verteidigung des Partners steigt um eins. Das ist nett. Gut, das Ganze in der Masterfall hätten wir schon mal gefunden. Jetzt bin nur der Sternsplitter. Das Sternjuwel. Na gut, wir wissen ja Bescheid. Erstmal kurz hier unten gucken, ne? Vielleicht nochmal den Wasserfall abchecken, ne? Nee. Der Wasserfall ist zu immens. Ich glaube, da ist nichts hinter, das würde ich glaube ich sehen. Sag ich das mal ganz. Dahinter, da hinten ist was. Falls da hinten überhaupt hinkommen. Na okay. Da ist hinten nichts. Vielleicht? Nö. Da ist hinten nichts. Wie viele Sternsplitter habe ich gerade eigentlich? 12, da könnte ich mir was von kaufen. Weil ich glaube, ich gibt noch was für 15 zu kaufen, ne? Auf den Sprung. Dankeschön. Da komme ich überhaupt wieder an Land? Oh, ja, 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 ja. Ja. Na, einfach. Oh. Ich hätte noch ein bisschen lang schippern sollen, aber gut, habe ich das nicht gemacht. Falsche Taste erst gedrückt. Y sind die Papierfähigkeiten.
und X sind die Partnerfähigkeiten. Lelele, lelele. Das ist die wievielte Folge, die ich aufnehme? Die dritte Folge, die ich aufnehme. Ja, jetzt haben wir einen Plan, wie wir halt aufräumen müssen, ein bisschen mit um Bewerbungen kümmern, ne? Das ist die Woche jetzt noch eine Abstieg, vielleicht auch eine, wo ich auch wirklich so ein gutes Bewerbungsschreiben schreibe. Hab ich das Typ auch nämlich bisher noch nicht gemacht. Immer, meistens wollen die halt nicht zwangsweise Bewerbung schreiben, weil es halt doch besser eins zu machen, ne? Kehrt um! Diese Stimme schon wieder. Bestimmt ist ein Geist in der Nähe. Aber wir kommen jetzt rüber. Jetzt glaube ich noch mit Yoshi, ne? Naja, gehen wir nochmal nach oben, glaube ich. Ja doch, müssen wir. Wir hatten ja da unten immer nochmal so einen Steg auf jeden Fall, aber ne? Ein Steg, von dem wir hier hinten nicht hinkommen. Hätte ich auch mit Koopa die Dinge aktivieren können, potenziell, ne? Koopio. Koopa war der Name im ersten Teil. Oh, eigentlich zwei Geister bei uns im Team, was soll das? Der Wasserfall hier, da wird nichts sein, ne? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Gut, ne? Fallen weiter nach unten. Wo ist eigentlich die Kiste? Nach rechts geht es. Es geht auch nach links. Bin ich sicher, wo ich hin will. Nach links. Oder? Weil da könnte noch was sein, Luna. Weiß nicht, ne? Gucken wir mal. Ne? Gut. Ja, stimmt, da direkt links ist er dann auch einfach direkt das Schiffswrack wieder mit der Fähigkeit. Naja, gut, da brauche ich nicht nochmal hin. Denke ich. Gehen wir hier lang. Oh ja, ich verstehe, was ihr hier wollt. Hilfe. Hier sind vier Spuren. Ba, ba, ba. Hey, sieh mal auf dem Wasser. Ein Boot, oh, was ist das? Aha. Ein Boot? Heda, hier, Hilfe! Ganz viele Röhrungen. Alles klar. Ja, geht das gut? Guck mal, was ich tun lässt. Damit wir ja nicht den Papierflieger verlernen, ne? Wahrscheinlich müssen wir jetzt unterschiedlich weit immer fliegen, nehme ich an, weil ich denke mal, das wird immer nur den Schalter nach links. Naja, okay. Ja, okay, okay. Oh, ja, ja. Ich verstehe, oh nein. Na gut, ich muss aber noch ein weiteres Mal was treffen, von daher passt das schon. Da habe ich glaube ich auch gerade schon ein Pass gesehen, was mich aufs Boot rüberbringt. Also scheint jetzt nicht so tragisch zu sein, gucken wir mal. Boah, nee, da bist. Ich glaube, ich muss nochmal aufs Boot. Boah, nee, muss ich nicht. Einfach dann zurück. Zurücklaufen, so. Ganz entspannt. Ho! Über die Fässer kommen wir ans Ufer!
Vorwärts, vorwärts, nicht quatschen, einfach an der Hand gehen. Los, vorwärts. Ist es so eine, ist es so ein Foreshadowing auf, war das Color Splash? Nee, es war nicht Color Splash. Oh, oh! Habt ihr gerade die beiden Typen da gesehen? Die kennen wir doch. Nee, es war nicht Color Splash, auch nicht Paper. Ja, nur bei den Paper Jam, ne? Paper Jam Bros. Wobei, das war ein Mario und Luigi Spiel, ne? Trotzdem hat man viel tot gerettet. Und es war ein Crossover aus Mario und Luigi und Paper Mario. Aber da sind doch da, ne? Die Tochter und der Kollege. Keine Ahnung, wie du hierher gekommen bist, aber du hast uns gerettet. Wir wollten den Piratenschatz auf der Insel heben. Aber auf dem Meer wurden wir von Geist angegriffen und jetzt sind wir hier. Aber das ist doch Mario. Kennst du mich noch? Alpalmones Tochter, Palmina Palmone. Und Romanzo ist natürlich auch hier. Ich habe eure Namen definitiv nicht vergessen. Wir sind als ein Papas Erlaubnis auf dieses Schiff gestiegen. Aber als unser Schiff an dieser Insel vorbeikam, naja, siehst du ja selbst. Jedenfalls sind die Gerüchte über den Piratenkönig wahr. Er ist ganz in der Nähe. Sag mal, Mario, was tust du eigentlich hier? Papa wird dich doch nicht etwa geschickt haben, um uns zurückzuholen. Was? Du suchst den Piratenschatz unter Sternjuwel? Der Schatz soll ganz in der Nähe sein, bewacht vom Geist des Piratenkönigs. Ich glaube, du könntest Piratenkönig Cortex besiegen. Ja, du wirst diesen Cortex besiegen, der uns in diese Situation gebracht hat. Ja, klingt auch noch einen Plan. Lass mich durch. Du siehst wichtig aus. Hast du was für mich? Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Das kriegt er schon hin. Das. Oh, warte. Der Typ, das sah gerade aus wie ein Händler. Ich will nochmal zurück. Bitte, lass mich zurück. Lass mich zurück, Spiel. Dafür werde ich noch nicht diesen Heilblock benutzen. Na, vielleicht doch. Nee, ist verboten. Hi. Ich bin Händler. Wenn wir Sachen kaufen, ne? Lebenspilz. Ja, komm, Lebenspilz. Ganz ehrlich, dann ist der Highblock da komplett unnötig. So. Also ist halt einfach günstiger, der Highblock, ne? Aber nein. Nee, ich hab Ehre oder so. Ist doch nicht immer, ne? Guck, Toy Story bei mir. Jetzt hab ich 3 Superpilze. Ja gut, komm, nehmen wir mal einen. Nee, hä? Nee, da ist noch einer, okay. Mal überlegen. Bartomp. Was ist Bartomp heilen? Nee, passt schon. Oh. Und erstreckt. Entschuldigung. Also, ich bin in die Höhle gefolgt und dann habe ich mich verirrt. Irgendwie bin ich aber doch hierher gekommen, also bin ich jetzt hier. Aber viel wichtiger ist, ich wette, das Sternjuwel ist auf dem Piratenschiff. Natürlich ist es auch da. Ist da auch Cortex, ne? Ich wette, du machst ihn fertig, Mario. Das schaffst du doch, oder? Ich zähle auf dich. Die anderen natürlich auch. Ich bleib doch mal hier, ne? Was ist das? Du weißt, dass du es verdient hast. Kann ich da hinten hin? Oder ist das zu weit? Okay, nehme ich mit. Unsichtbarer Block da oben. Ich kann ihn nicht nach hinten werfen, das funktioniert nicht. Na gut, ihr Lieben, ne? Jetzt bitte einfach links raus, natürlich nicht. Ich verabschiede mich von euch und beim nächsten Mal, ja. Kriegen wir wohl das Sternjuwel. Oder ich bringe die ganze Folge damit, hier rüber zu kommen. Oh, falsche Taste. Meine Güte, danke schön fürs Zuschauen und ja, ciao.